kaltblütig angegriffen und hier hinter mir am Boden totgetreten. An dieser Stelle wurde Bruno Kappi ermordet. Skinheads haben den fast blinden, geistig Behinderten zu Tode getreten. Wenn wir über rechte Skinheads reden, dann reden wir über Neonazis. Ich habe das in unserem Land nicht für möglich gehalten, dass es Menschen gibt, die zu sowas fähig sind. Schwer geistig Behinderte wissen gar nicht, ob sie das erleben. Es gab Zeugenaussagen, die widerrufen wurden. Ein Geständnis, das nicht echt war. Das ist die unfassbare Geschichte von Bruno Kappi aus Siegen. Rund 16.000 Menschen nennen den Stadtteil Siegen-Weidenau ihr Zuhause. Genau hier ereignete sich 1992 ein Mord, so brutal und feige, dass er bis heute noch viele Menschen in Siegen beschäftigt. Damals war Bruno Kappi, ein schwer sehbehinderter Mann, zu Tode getreten worden. Und zwar mitten in Siegen-Weidenau im Einkaufszentrum. Es ist der 15.12.1992. Es ist dunkel, kalt, sehr früh am Morgen, kurz vor fünf. Bruno Kappi macht sich auf den Weg zu seiner Arbeit als Lagerarbeiter bei der Bundeswehr. Er ist 55 Jahre alt und schwer sehbehindert. Wie jeden Morgen läuft er hier entlang am Einkaufszentrum Richtung Poststraße bis da hinten zum Busbahnhof Weidenau. Es ist eine Strecke von wirklich nur 5 Minuten. Doch an diesem Morgen, kurz vor Weihnachten, kommt Bruno Kappi nicht bei seiner Arbeit an. Er ist dann zunächst mal brutal mit Faustschlägen behandelt worden und auf dem Boden liegen, dann weiter mit Fußtritten. Er wird keine Zeit, keine Möglichkeit gehabt haben, sich zu wehren, letztendlich weil er wahrscheinlich seine Täter auch überhaupt nicht hat sehen können. Genau in diesen 5 Minuten kamen 2 junge Männer. Doch sind sie auch die Täter? Bruno Kappi wurde vermutlich von Rechtsextremen durch Schläge und Tritte ermordet. Die Medien sind voll von diesen Schlagzeilen. Überall wird berichtet, dass ein 16- und ein 20-jähriger Skinhead auf Bruno Kappi eingeschlagen haben sollen. Das Motiv scheint perfide. Die beiden waren nach einer privaten Skinhead-Party auf dem Heimweg und sollen, so steht es im Urteil, Lust auf Fun gehabt haben. Dann trafen sie zufällig auf den sehbehinderten Bruno Kappi. An dieser Stelle wurde Bruno Kappi ermordet. Skinheads haben den fast blinden, geistig Behinderten zu Tode getreten. Seine Verletzungen sind enorm. Nach dem vorhandenen Spurenbild erhielt der Behinderte noch in stehender Position mehrere Tritte ins Gesicht, was zu stark blutenden Verletzungen führte. Als er danach zu Boden fiel, versetzten ihm die beiden Angeschuldigten mit ihren schweren Schuhen abwechselnd mehrere wuchtige Tritte ins Gesicht, gegen den Kopf und den Hals sowie in den Brustbereich. Noch am Tatort soll Bruno Kappi an seinem eigenen Blut erstickt sein. Angeklagt werden die beiden Skinheads. Ich treffe Katja Knoche, die damals die Prozesse als Gerichtsreporterin begleitet hat und die bis heute den Fall Bruno Kappi nicht vergessen kann. Katja, ich weiß, es sind jetzt schon 30 Jahre her, aber wenn du jetzt nochmal zurückblickst, wie hast du damals den Prozess empfunden? Also ich war damals menschlich zutiefst berührt und auch geschockt, was dem Bruno Kappi passiert ist. Also ich wusste, dass es ein schwerbehinderter Mensch war. Ich kannte ihn auch aus Erzählungen meiner Eltern, die ihn wohl zumindest vom Sehen kannten. Ich weiß, dass er trotz seiner schweren Behinderung versucht hat, sein Leben zu meistern und tagtäglich zur Arbeit zu gehen. Und dass ein Mensch so grausam zu Tode kommt, das habe ich damals in ganz jungen Jahren, ich war ja Mitte 20 zu der Zeit, ich habe das in unserem Land nicht für möglich gehalten, dass es Menschen gibt, die zu sowas fähig sind. Ich fand das so bedrückend, was da zur Sprache kam, was in der Luft hing. In der Luft hing ja, dass eventuell aus extremistischen Gründen ein behinderter Mensch, der möglicherweise als lebensunwert betrachtet wurde, so grausam umgebracht worden ist. Dicke Bomberjacken, rasierte Schädel und Springerstiefel. So oder so ähnlich stellt man sich Skinheads vor. Die Szene hat in den 90er Jahren eine ganze Reihe von Anschlägen begangen. 109 Opfer rechter Gewalt erkennt die Bundesrepublik Deutschland derzeit offiziell an. Dokumentiert werden aber seit dem Wendejahr 1990 über 200 Todesopfer.
Aber was genau steckt dahinter? Um die damals Angeklagten besser einzuschätzen, habe ich mir Unterstützung von Leroy Bötel geholt. Er ist Experte für diese Szene und arbeitet bei der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus NRW. War das gerade so die Bewegung, wo man sich einfach irgendwelche Leute rausgepickt hat, die nicht ins Weltbild passen? Der Mord an Bruno Kappi muss auf jeden Fall im Kontext der Entwicklung zu Beginn der 90er Jahre auch betrachtet werden, definitiv. In dem Fall passt das sehr stark in das Schema und auch der Tatablauf, also dass da ziemlich wahllos jemand ausgesucht wurde, der augenscheinlich nicht ins Weltbild passt. Ja, Menschen mit Behinderungen sind genauso. Und Bruno Kappi war ja sehbehindert, schwerst sehbehindert, genauso ein Feindbild, wie es ja andere Personengruppen sind, die nicht in das Weltbild von Neonazis und von rechten Skinheads passen. Bruno Kappi hatte nur eine Sehstärke von 5% auf einem Auge. Er trug deshalb eine sehr starke Brille. Menschen mit Behinderung sind ein Störfaktor für die rechte Szene. Das zeigt auch dieses Interview aus den 90er Jahren. In Behinderten sehen Rechtsradikale, wie die Nazis, unwertes Leben. Der nächste Passant konnte uns das gleich selbst erzählen. Schwer geistig Behinderte wissen gar nicht, ob sie das erleben. Aber das spielt doch keine Rolle. Es spielt keine Rolle? Ich meine, dieser Mensch lebt offensichtlich, ja. Ich meine, ob er es mitkriegt oder nicht, darum geht es doch nicht. Aber ein Frosch lebt auch. Und Kinder gehen hin, stecken Sträume in den Mund und blasen ihn auf. Ich denke aber, dass da zwischen einem Frosch und einem Geistig bin, dass es schon ein Unterschied ist. Ich denke, es gibt keinen Unterschied. Was willst du denn mit denen dann machen? Also, das kann ich jetzt nicht äußern. Zurück zum Mord an Bruno Kappi. Auf der Anklagebank sitzen immer noch die beiden jungen Männer aus der Skinhead-Szene. Es wurde 12 Tage verhandelt. Sie sollen sogar von ihren Anhängern mit Applaus und großem Hallo im Gerichtssaal begrüßt worden sein. Auch eine kleine Gruppe von Menschen mit Behinderung war bei den Verhandlungen dabei, um eben ein Zeichen gegen Rechtsextremismus zu setzen. Die eine Frage, die hier alle beschäftigte, waren es wirklich die beiden nachweislich gewaltbereiten 2 Männer aus der Skinhead-Szene oder reichen die Indizien und Zeugenaussagen für eine Verurteilung nicht aus? Bevor diese Frage beantwortet wird, gehen wir nochmal zurück zum Tatort. Hier soll demnächst nämlich ein Denkmal stehen, um an Bruno Kappi zu erinnern. Ich treffe den Künstler Olaf Neopan Schwanke. Seine Skulptur soll bald nur wenige Schritte vom Tatort entfernt aufgestellt werden und erzählt diese Geschichte. Dieser junge Mann, ein Kind, ganz unschuldig und zart und nackt und sehr dünn und zerbrechlich und bronzeglänzend mit der Hand am Kopf und mit der Hand davor, schaut da auf diese Tat und damit können wir uns identifizieren. Nicht mit den Mördern, nicht mit Bruno Kappi, weil das wäre anmaßend, sondern mit dem Mensch, der fassungslos und vor Entsetzen da steht und denkt, das ist aus unserer Gesellschaft passiert. Sowohl die Skins, die den totgeschlagen haben, als auch den Arbeiter, der auf dem Weg eben zu seinen täglichen Verrichtungen war. Beides aus der Gesellschaft heraus. Und wir als Gesellschaft müssen dafür Verantwortung übernehmen, dass wir nicht solche Menschen haben, die so empathielos sind, dass sie auf Menschen treten und sie töten. Wie einer der beiden Angeklagten zum Skinhead wurde, wird im Urteil so beschrieben. Mitte 1992 kam der Angeklagte über seinen Freund in die rechte Szene. Der Angeklagte fühlte sich von Anfang an bei den Skinheads wohl. Er hat geschildert, dass er mit den Skinheads über seine Probleme habe reden können. Er habe dort Alkohol trinken und mit den anderen zusammen sein können. Diese beiden Männer, die hast du ja auch in den Verhandlungen natürlich gesehen. Was hatten die für eine Wirkung auf dich? Was hast du dir in dem Moment gedacht, als du die beiden gesehen hast? Ich erinnere kein Gesicht mehr nach 30 Jahren. Ich erinnere, dass ich damals den Eindruck hatte, sie könnten zu der rechten Szene gehören. Aber wie gesagt, ich könnte ihnen heute gegenüberstehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich einen von beiden erkennen würde. Erinnerst du dich an irgendeinen besonderen Moment im Gerichtssaal? Wie war die Stimmung? Kannst du mir das so ein bisschen beschreiben? Vorne war das Gericht unter Vorsitz von Richter Dirk Batz. Ich erinnere den Staatsanwalt Lischek, der auch auf eine Verurteilung der beiden Angeklagten ja plädiert hat. Der hat recht hohe Jugendstrafen gefordert. Es sind Aussagen zurückgenommen worden. Ich glaube sogar, ein Zeuge war in Beugehaft, weil er die Aussage zurückgenommen hatte. Letztlich hat es aber alles zusammen nicht gereicht, um das Gericht von einer Schuld zu überzeugen.
Es gab Zeugenaussagen, die widerrufen wurden. Ein Geständnis, das nicht echt war. Mit jedem der 12 Verhandlungstage zerfiel die Beweisführung weiter. Am Ende sprach der vorsitzende Richter die Angeklagten frei, aus Mangel an Beweisen. Obwohl ihnen die Tat zuzutrauen gewesen wäre, wie er sagte. Die Zeugen haben ihre Aussagen also komplett zurückgezogen. Andere Aussagen wurden als unglaubwürdig bewertet. Kein Einzelfall, erzählt mir Leroy. Ja, zum einen stellt die Szene natürlich aufgrund ihrer inhärenten Gewalttätigkeit immer eine abstrakte Bedrohung dar, sag ich mal an der Stelle. Also einfach allein dieses Gewaltpotenzial, was sich im rechten Spektrum versammelt, ist natürlich schon eine Einschüchterung an sich und führt auch dazu, dass leider auch tatsächlich viele Verfahren oder viele Straftaten auch gar nicht zur Anzeige gebracht werden, weil eben Menschen da schon Angst haben, in den Zeugenstand zu geraten. Und diese Angst ist auch ja nicht unbegründet. Die beiden angeklagten jungen Männer kommen also frei. Denn in Deutschland gilt in dubio pro reo, also im Zweifel für den Angeklagten. Der Fall wird abgeschlossen, eine gerechte Strafe gibt es bis heute nicht, die Tat bleibt ungesühnt. Der Mord an Bruno Kappi ist vielen Menschen in Siegen im Gedächtnis geblieben, wegen der Brutalität, aber auch, weil die Täter bis heute nicht ermittelt werden konnten. Ich muss ehrlich zugeben, dass mich diese erbarmungslose Tat einfach nicht loslässt. Wenn man sich vorstellt, dass Bruno Kappi seine Angreifer nicht mal hat kommen sehen können, und dass er dort völlig alleine auf grausame Weise sterben musste, das macht mich einfach nur traurig und gleichzeitig richtig wütend. Jetzt würde ich gerne wissen, als du die Urteilsverkündung gehört hast, was hast du in dem Moment gefühlt? Ich weiß, dass wir hinterher lange, lange diskutiert hatten. Ich weiß, dass es dieses Gefühl gab, es könnte eventuell was schiefgelaufen sein, aber es herrschte dann auch die Überzeugung, dass es halt so ist, dass wenn man Menschen Dinge nicht wirklich nachweisen kann, dass es dann einen Freispruch gibt. Und ich denke mir, selbst wenn es die beiden Angeklagten gewesen sein sollten, was ich nicht sagen möchte und was ich nicht weiß und was ja auch gar nicht zur Debatte steht zurzeit, wenn sie es gewesen sein sollten, die müssen mit dem, was sie machen, auch ihr Leben lang leben. Und vielleicht, sollte es denn so gewesen sein, vielleicht kommt im reiferen Alter das Nachdenken und vielleicht kommen auch die Probleme. Hier auf dem Lindenberg-Friedhof wurde Bruno Kappi knapp einen Monat nach der Tat, also im Januar 1993, beerdigt. Hier auf der Grünwiese ist er irgendwo begraben. Wo genau, kann ich aber nicht sagen, weil es bis heute anonym bleiben soll. Wenn ihr den Fall genauso bewegend fandet, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben, abonniert unseren Kanal und schaut euch gerne die Filme meiner Kollegen an.